Recht herzlich willkommen zur 78. Folge von City Skylines. Ja, wir sind hier im Spiel und haben gleich etwas Tonprobleme. Gut, die sind weg, will ich hoffen. So, unser Problem ist heute, dass wir hier immer noch die Schwierigkeit mit dem Müll haben. Das sind noch 6%. Ich habe weiterlaufen lassen. Das müsste jetzt also bald leer sein. Obwohl ich schon letztes Mal im Überlegen war, den Dingens hier Kreisverkehr hier umzulegen. Um dass es dann dahin passt. Also es kann nicht mehr lange dauern, bis das hier geklappt hat. Ich lasse mal wieder schnell laufen. So. Ich hatte hier eine Müllverbrennungsanlage gebaut und diese hier, die daneben auf der anderen Seite ist, die habe ich voll übersehen. Ich hatte euch gesagt, da oben irgendwo ist eine und hier keine oder so. Da war aber auch eine. Lass mal gerade hier ein paar abgebrannte Klamotten abreißen, damit er neu gebaut werden kann. Frosch im Hals. So was. Sehe jetzt gerade nicht, was irgendwo noch ist. Hier sieht alles gut aus, oder? Ne, da müssen noch ein paar Häuser weg. Das weg, das weg. Stau auf Autobahn. Hier sieht's gut aus. Da auch. Da ist noch ein Haus, was gebrannt hat. Weg. Ja, sonst geht's, oder? Hier unten ist auch alles gut. Okay, dann mal schauen, dass wir hier weiterkommen. Oh, noch 6%, das kann doch nicht sein, dass es jetzt immer wieder so lange dauert. Ja, schauen wir mal auf der anderen Seite hier. Wie es hier aussieht. Voll am Regnen jetzt. Das hatten wir sonst nicht, glaube. Das ist mit dem DLC gekommen. Ja, hier könnte auch noch ganz viel gebaut werden, ne? Irgendwo Schwachstellen. Nicht wirklich, ne? Hier ist auch schon voll gebaut. Da sind ein paar Häuser, die weg können. Und ich hoffe, das ist es. Genau, gut. Die Straße ist nirgendwo. Hier auf dem Berg sieht es auch schick aus. Das macht unsere Ölindustrie. Oh, zwischendurch auch mal was abgefackelt, ne? Das bedeutet auch so ein bisschen zu wenig Feuerwehr hier in der Ecke. Müssen wir vielleicht nochmal dran arbeiten. Ne, die Straße nicht, das... Welches ist denn das? Das? Ne, ist das? Ne. Dann war es das Kleine, alles klar? Naja. Zwei andere Firmen abgerissen, Pech gehabt. Da ist auch noch eins. Und dort auch noch. Beerdigungsinstitute sind da auch noch unterwegs. Das heißt, da müssten wir mal gucken, dass wir hier einen Friedhof nachher haben, ne? Da fehlt einer irgendwie, ne? Und da müssten wir es wegreißen. Oh, hier war grün. Dann machen wir das doch mal da gerade hin. Schön, freuen die sich alle. Da ist noch ein Haus abzureißen. Weil da keiner mehr wohnt. Und hier oben sind noch zwei ausgebrannt. Wir müssen nochmal überlegen, ob wir dann noch eine Feuerwehr brauchen, ne? Ja, hier ist sowieso ein bisschen knapp, ne? Dahin und fertig. Feuerwache, Feuerwehrhaus.
Hier oben. Ah, dieser Frosch im Hals, ne? Ich glaube, wir setzen hier hinten noch eine Feuerwache hin. Sind die schon mal alle glücklich? Ne, im Feuerwehrhaus war das keine Feuerwache. Und dann machen wir so. Das ist alles gut. Da müssen wir noch was wegreißen. Also dieser Frosch im Hals, das ist ja widerlich. Sonst sieht es eigentlich ganz gut aus, oder? Hier oben vielleicht, obwohl die Häuser sind auch alle fit. Na, hier sieht es noch ein bisschen komisch aus, aber ach, das ist die Ecke, die wir gerade auch umbauen, ne? Komm, da, zack. Alle freuen sich. Hier müssen wir erst noch weiter umbauen. Gut. Müll. Müll war da auch ein Problem, ja. Da sind ein paar Mülleimer. Da noch eins hin, oder? Und wie gehabt, immer zwei nebeneinander. Ja, das ist auch okay. So, jetzt gucken wir uns noch mal gerade unser anderes Müllplätzchen an. Halt, ich habe eben nicht 60% gesehen. Ich habe nicht 6%, sondern 57% voll gesehen. Okay, dann würde ich sagen, war's das. Da reißen wir jetzt den Kreisverkehr ab und setzen den weiter weg. So, zack, zack, zack. Das muss weg, das auch. Das kommt alles weg. Da fährt jetzt keiner mehr lang. Damit das klar ist. Weg. So, jetzt wollen wir gucken, dass wir die andere Straße dahin kriegen. Und zwar diese. Ein bisschen drehen. Nee, das ist die Karte drehen. Ich hätte doch F gedrückt immer, oder? Oh, jetzt kommt, fängt das wieder an. Aus. Straße. Karte dreht sich so. Ah, Maustaste. Rechte. So. Oh. So möchte ich das jetzt haben. So. Jetzt so weit hoch, wie es geht. Und setzen, bitteschön. So. Und dann arbeiten wir daran weiter. Und das kommt weg. Ah, ich bin hier mit der BASD in Fängnis gekommen. So, und jetzt geht's weiter mit Abreißen. Das kommt auf jeden Fall weg. Da ist noch eine Bushaltestelle, die müssen wir auch noch wegmachen. Da müssen wir, glaube ich, das anklicken und dann können wir die entfernen. So, passt's. So, diese Straße ist jetzt nirgendwo angeschlossen. Die soll aber irgendwo angeschlossen werden. Und dann würde ich sagen, machen wir das jetzt mal weg. Wir haben eine dreispurige Straße. Wir haben keine Autobahn. Oder ist das eine Autobahn? Oder was läuft das? Autobahn. Unter Autobahn läuft das. Okay, dann machen wir das so. Mit Lärmschutzwänden. Und das würde so sein. Das ist, find, gefällt mir aber nicht so. Jetzt müssen leider hier noch so ein paar Häuser weg. Auch noch weg. Das gefällt mir auch nicht, das kann auch weg. Und das da auch weg. So, jetzt ist das passend. So, wenn ich jetzt hier ansetzen würde und bis nach da ziehen wollte, dann müsste das alles weg.
würde ich das so favorisieren und dann so favorisieren. Okay, das geht nicht. Dafür muss wieder was weg. Leider. Das kommt auch noch weg. Ja, ist halt so, ne? Die Häuser müssen alle weg. Da ist auch noch eins. Das kommt auch noch weg. So, jetzt auch ein neues. Da machen wir aber den Sprung nach oben. Würde ich mal sagen. Und so. Und dann dort runter. So, jetzt ist das einigermaßen angeschlossen, oder? Gut. Und jetzt müssen wir noch hier diese Richtung auch noch anschließen. Und zwar diese Straße hier. Dafür müssten wir darüber. Dafür muss hier was weg. Den Bagger brauchen wir nochmal. Ja, weg damit. Nein. Da haben wir irgendwas Falsches eben abgerissen, kann das sein? Was ist das denn jetzt hier weg? Das ist eine U-Bahn, die da läuft. Also, da muss die Straße gerade auch noch unterbrochen werden. Und dann müssen wir diese Straße mal hoch machen. Ich denke mal so. Da hinüber. Will er irgendwie nicht, ne? Das ist jetzt doppelt so hoch. Ja, dann können wir das auch schon wieder abreißen. Doppelt hoch wollte ich nicht. So. So, das passt jetzt. Jetzt kommen auch ganz viele Autos wieder gefahren wahrscheinlich, die schon mal da durchfahren können. Das ist ja schon mal was, oder? So, und die nächste ist dort. Die muss dann da auch noch hin. Und dafür müssen andere Häuser noch weichen. Ich möchte nicht fortfahren. Dann muss erstmal alles hier weg. Was ist das? Auch weg. So, auf ein neues. So, da müssen wir hoch, genau. Da lang. Da lang. Dort lang. Ach Gott. Nee, dann. Na. Ich glaube, das ist auch doof angeschlossen, ne, oder? Vor allem ist es falsch rum angeschlossen. Das können wir komplett abreißen. Falsche Richtung gewählt, ne? Gut, ich glaube, das passt noch. Jetzt geht's von da los. Ja, und da mussten wir hoch, ne? Haben wir auch schon wieder falsch gemacht. Auch abreißen. Na, das Stück lassen wir lieber noch sitzen.
diese Häuser, die müssen da jetzt weg halt. Müssen wir wieder was wegreißen hier. Die beiden müssen weg und dann muss die Straße dahin. Komm schon jetzt. Geht das nicht? Okay, dann bedeutet das, dass es da auch schon wieder falsch ist. Da steht schon wieder ein Haus, kann das sein? So, machen wir hier Stopp. Dann baut auch keiner ein Haus hin, ne? Können wir gerade die Straße bauen. Wieder doof, ne? Ich glaube, da müssen wir noch ein Stück zurück. Irgendwas hat da nicht geklappt dann mit dem Schwung her. Dann machen wir das auch weg. Und auch ein neues. Erstmal runter. Nochmal zurück. So, ich denke mal da, dann nach dort, dann hoch, gleichzeitig gucken wir mal, diese Kurve hier schaffen, und dann will er da nicht vorbei. Ja, das ist vollkommen doof jetzt. Machen wir das mal weg. Machen wir mal das. Erstmal so. Ist auch toll, dass es von der anderen Seite ging und von dieser Seite jetzt komischerweise nicht mehr geht, ne? Das ist doch nicht wahr, oder? Jetzt geht's. Wunderbar. Der Anschluss sitzt. So, jetzt geht's hier lang. So. Die Richtung und dann da. Will er nicht. Auch schön, ne? Okay, letzte Stunde nochmal abwürzen, weil da gehen wir besser schon in die Höhe. Das ist nie wahr, oder? Ich habe die Straße schon mal stehen gehabt und jetzt geht das nicht von der anderen Richtung. Nochmal. So, jetzt hat's aber geklappt, ne? So, jetzt können wir die Pause rausnehmen. Die Straße ist fertig. So. Die können da durchfahren, da langfahren. Und jetzt hört's hier natürlich auf, okay? Müssen wir hier noch dran arbeiten. Und das ist... wir reißen erstmal die Straße da weg, weil die wird ja jetzt gar nicht mehr befahren. Bis dahin ist erstmal gut. So, und dann... muss dieses Stück weg. So, ihr könnt alle umdrehen. Sonst wo lang fahren. So. Und dann diese Straße muss dort lang. Und dafür reißen wir natürlich erstmal wieder was weg, so wie wir gerade sehen, ne?
das eine Sackgasse ist, kommt das auch gleich weg. Dann da. So. Und gleich hoch. Okay, so passt's. Und das sind wir da noch ein bisschen oben. Und da dann runter. So, und dann flitzen sie da durch, oder nicht? Okay, das gefällt mir natürlich eigentlich nicht, ne? Das ist doof gelaufen. Kann man das abreißen? Nein, lassen wir jetzt, ist alles gut. Gut, soweit hat das geklappt. So, und jetzt machen wir hier weiter, ne? Abreißen. Alles weg hier. So, dann den Kreisverkehr wieder her damit. Das heißt, hier muss auch noch was weg. Und da sah das ja auch so aus, als ob da was weg muss, ne? Ja, da weiß ich jetzt noch nicht. Da müssen wir nochmal gucken. Es wird überall gehen, bis auf die Häuser da. Und hier muss auch noch was weg, ne? Das kann auch weg. Ich glaube, jetzt wird's passen, oder? Weil die Brücke da ist, oder was? Gut, dann muss die Brücke da halt auch noch weg. So, auf ein neues. Wenn der jetzt mal so nicht drehen würde, ne, dann wird das wahrscheinlich erstmal gehen irgendwann. Wo ist denn bitte schön noch was im Weg? Hier unten ist ein Baum und da oben ist noch ein Haus. So, haben wir es jetzt. Hallo? Also, Bagger. Kommt die Straße weg, dann gehen wir also auch hier weg. Ja. So, jetzt aber. Wo fehlt's denn jetzt bitte schön dran, dass der Bagger, die Straße da nicht hingeht? Ort ist bereits belegt, Gefälle ist zu steil. Da war vorher auch so ein Ding, ne? Na, fahren sie so quer über die Straße, du glaubst es doch nicht. Komm, das alles weg jetzt hier.
soll das noch hinführen, ne? So, hier unten noch das weg und dann ist gut, oder? So. Jetzt aber. So. Okay. Er sitzt. So. Was ist das jetzt hier gewesen? Das sind alles Autobahnen. Das würde bedeuten, wir gehen hier mit Autobahnen weiter oder hören wir hier die Autobahn auf? Tja, hier müssten wir was machen, ne? Wo soll da die Straße hingehen? In die Gebiete hier. Das würde bedeuten, wir machen hier noch ein Stück gerade, reißen noch was ab. Machen die Straße noch weg. Dann würde ich sagen, wenn wir das hier mal so ziehen, wir sowieso alle drei weg, wenn da keine Straße mehr ist. Das ist auch weg. So. Und dann kommen wir hier raus, denke ich mal, ne? Ich mach das beides auch noch weg. So, von dort nach da machen wir jetzt hier noch eine Straße hin, die dann hier so endet. Würde ich mal sagen, oder? Und von dort machen wir eine nach da. So. Und hier kommt dann eine Autobahnabfahrt hin. Die darauf endet. Fertig. Und da machen wir ganz einfach von dort. Ne, machen wir nicht. Hier reißen wir ein Haus ab. Und machen da die Auffahrt hin. So. Jetzt haben wir da noch eine Bushaltestelle, die wir noch wegmachen müssen. Ja, geht nicht. Ja, auch schön, ne? Weil das wahrscheinlich eine Autobahn ist, oder was? Die geht weg und die... Oh, kann nicht sein, oder? Muss doch die Autobahn erst weg, oder was? Ich verstehe es nicht. So.
Auch ein neues. Nee, die will tatsächlich nicht weg da. Tja, manchmal geht's nicht, ne? Ich weiß nicht warum, aber jetzt ist es so. Gut. Dann würde ich sagen, bauen wir die wieder hin. Und fertig. Gut, okay. Dann würde ich aber auch sagen, für die Folge soll es auf jeden Fall reichen. Die ist furchtbar lang geworden. Wir sind aber jetzt auf dem richtigen Weg, denke ich. Binden das hier nochmal richtig an und dann schauen wir weiter, okay? Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.